Frohe Weihnachten, Leute! Ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir in diesem Dezember gar kein adventliches oder weihnachtliches Video euch gezeigt haben. Das tut uns eigentlich total leid, aber uns war einfach in diesem Dezember nicht so wirklich weihnachtlich zumute einfach. Nicht, weil wir so traurig waren oder so, einfach weil es hier so warm ist und wir überhaupt gar nicht so richtig in Weihnachtsstimmung gekommen sind. Ein zweiter Grund war auch einfach, dass wir noch so viel Videomaterial aus den letzten Wochen hatten und dadurch, dass wir nur einen Laptop haben, nicht so richtig hinterhergekommen sind und wir wollten euch das gerne natürlich alles noch fertig schneiden. Das sind so die Gründe gewesen, leider. Aber in diesem Video geht es um ein Thema, das für uns sehr, sehr aktuell ist und das im Grunde auch zu Weihnachten und auch perfekt zum Jahreswechsel passt. Das Thema ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die uns zu innerer Zufriedenheit und zu Ausgeglichenheit führt. Aber wieso ist das so? Ja, wir alle kennen das ja, wenn man mal so einen richtig miesen Tag hat, alles scheint gegen einen zu spielen, man hat einfach nur Pech und Ärger, vielleicht auf der Arbeit, im Privaten und so weiter. Das ist so ein richtiger Teufelskreis, der dann entsteht und man ist dann nur noch negativ. Ja, und da ist eigentlich das, was uns hilft, Dankbarkeit, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, aus dieser negativen Spirale rauszukommen. Weil durch Dankbarkeit entsteht einfach ein gutes Gefühl, wenn man sich einfach mal bewusst macht, für was man dankbar ist. Ein sehr, sehr aktuelles Beispiel dafür bei uns ist natürlich unser Einbruch in Barcelona, der uns passiert ist. Aber auch da war Dankbarkeit so der Schlüssel für uns. Um halt nicht den kompletten Nervenzusammenbruch zu erleiden, ne? Sondern wirklich positiv weiterzumachen, weiterzugehen. Und es ist natürlich schwierig, in so einer negativen Situation auch etwas Positives zu sehen. Wenn man so viel Negativität erfahren hat, so einen Schock und so einen Verlust hat. Klar, da waren wir erstmal wütend und traurig drüber. Aber wir wollten uns eben auch nicht von dieser Trauer und dieser Wut den Rest der Reise vermiesen lassen oder das davon bestimmen lassen, sondern wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, eben positiv an diese Sache heranzugehen. Und dazu gehörte eben auch, dankbar zu sein für die Dinge, die an dieser Sache trotzdem positiv waren. Und das sind Dinge wie, uns ist nichts passiert, unser Auto ist noch da gewesen, wir haben unheimlich viel ermunternden Zuspruch von euch und unseren Familien und Freunden bekommen. Und das sind also Dinge, auf die wir uns konzentriert haben und für die wir dankbar sind. Da kommen wir dann aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, und schon ist so einer negativen Situation etwas der Schrecken genommen worden und man ist in der Lage, sich auf was Positives zu konzentrieren und vielleicht sogar einen positiven Aspekt daraus zu ziehen. Vielleicht zum Beispiel daraus zu lernen, wie in unserem Beispiel jetzt. Manchmal sieht man den Sinn halt nicht, wenn man in der Situation drinsteckt, aber nichts passiert umsonst und wir sehen das manchmal einfach dann nur noch nicht. Wir nehmen viele Dinge auch einfach als selbstverständlich hin und wissen manche Dinge auch gar nicht mehr so richtig wertzuschätzen, ne? Ja, zum Beispiel so im Job, wenn es heißt, wenn man keinen auf den Deckel kriegt, dann ist das ja schon ein Lob oder man wird ja schließlich dafür bezahlt. Zum Beispiel die Abwesenheit von Kritik oder nur reines Geld drücken ja noch keine Wertschätzung, Anerkennung oder geschweige denn Dankbarkeit aus. Und das ist ja das, was wir alle erwarten, aber auch weitergeben müssen. Es ist doch so einfach, Danke zu sagen. Und das muss ja nicht mal wörtlich sein. Man kann mit so vielen kleinen Gesten seine Dankbarkeit ausdrücken. Sich selbst gegenüber, aber natürlich auch anderen. Und das kann einem sehr, sehr viel geben und auch natürlich für die Welt einfach ganz viel bedeuten. Denn Dankbarkeit ist einfach das ständige Geben und Nehmen. Dankbarkeit ist Wertschätzung und Dankbarkeit führt uns einfach zu innerer Zufriedenheit mit uns selber, mit unserer Lebenssituation und auch mit anderen. Geben zu können ist was Wunderbares, weil man dadurch einfach seinen Gefühlen Ausdruck verleihen kann, wie zum Beispiel Wertschätzung, Anerkennung und vor allem auch Liebe. Jeder, der gibt in seinem Leben, der bekommt auch was zurück. Das kann
nicht immer 1:1 sein und auch nicht immer sofort, aber man bekommt auf jeden Fall was zurück, für das man auch wiederum dankbar sein kann. Und genau dadurch entsteht ja dann, wenn ihr merkt, ein Kreislauf. Und zwar ist das so eine Art Positivkreislauf, würde ich mal sagen. Und das ist der Grund, warum wir jetzt immer geben, 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 geben. Und irgendwann bekommen wir zurück und sind dafür auch wiederum dankbar. Und das ist halt genau der Gegenteil von diesem negativen Teufelskreis. Das ist dann ein positiver Kreislauf. Natürlich sollte Dankbarkeit nicht nur jetzt zu Weihnachten Thema sein, aber man kann natürlich die freien Tage zwischen den Feiertagen vielleicht sehr gut nutzen, sich einfach mal Gedanken zu machen, hey, für was bin ich eigentlich in meinem Leben dankbar oder in diesem Jahr? Oder ganz konkret, was macht mich heute dankbar? Wem bin ich dankbar? Und zu einem ganz aktuellen Anlass bei uns haben wir uns zu diesem Thema Gedanken gemacht und das würden wir jetzt gerne mit euch teilen, für was wir so dankbar sind. In meinem Leben bin ich dafür dankbar, dass ich gesund bin. Generell im Leben bin ich natürlich dankbar für meine wundervolle Familie, meine tollen Freunde und ja, auch generell all die lieben Menschen in meinem Leben. Dass ich in Deutschland geboren bin und noch nie Krieg am eigenen Leib erfahren musste. Dafür, dass ich Chris kennengelernt und geheiratet habe natürlich. Dass ich selbst entscheiden darf, wie ich mein Leben gestalten möchte. Aber auch für Dinge wie, dass ich noch nie Hunger leiden musste, dass ich eine Ausbildung genießen durfte, dass ich noch nie um mein Leben fürchten musste oder meine Heimat verlassen musste, dass ich als Deutsche das Privileg habe, überall auf der Welt hingehen zu dürfen und auch fast überall willkommen bin. Wir Deutschen nehmen viele dieser Dinge einfach als selbstverständlich hin, aber in Anbetracht, in welchem Zustand unsere Welt sich gerade befindet, sollten wir doch viel, viel dankbarer dafür sein. Diesem Jahr sind wir natürlich am allermeisten dankbar dafür, dass wir uns endlich unseren Traum verwirklichen durften und endlich auf Weltreise gestartet sind, wovon wir schon jahrelang träumen. Also das war natürlich das Highlight in diesem Jahr. Und wir sind natürlich auch dankbar, dass uns unsere Freunde und unsere Familie dabei so unterstützt hat und auch noch unterstützen. Ja. Das ist natürlich, ja, mega toll. Ja, wir sind auch noch sehr, sehr dankbar dafür, dass wir das richtige Reisemobil auf dem allerletzten Drücker noch gefunden haben. Und noch viel dankbarer sind wir natürlich auch, dass wir unser altes Wohnmobil auf den allerletzten Drücker verkaufen konnten. Auf den letzten Tag wohlgemerkt. Genau. Ja, und wofür ich speziell noch sehr dankbar bin fürs Jahr 2015 ist, dass ich den allerbesten Arbeitgeber gefunden habe, den ich jemals im Leben hatte. Daraus hat sich sogar eine Freundschaft entwickelt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin auch noch sehr dankbar dafür, dass meine lieben Kollegen mich so herzlich und liebevoll verabschiedet haben und ja, dafür bin ich in diesem Jahr auch sehr dankbar. Jetzt aktuell sind wir sehr dankbar dafür, einfach, dass wir hier sein können, in Verheer, in diesem wunderschönen Dörfchen und auch günstig untergekommen sind, dass wir hier im Dezember einfach ein super Wetter haben und das genießen wir total jeden Tag Sonne, dafür sind wir sehr, sehr dankbar, aber wofür wir auch sehr dankbar sind, das seid ihr. Weil ihr gebt uns einfach so ein tolles Feedback und das ist so eine tolle Community, dieser Austausch und dafür sind wir sehr, sehr dankbar auch. Und zu einem ganz, ganz konkreten Anlass, nämlich zu unserem Unglück neulich, gerade da wart ihr so für uns da, ihr habt uns so viel Feedback gegeben, positives Feedback und so liebenswerte und motivierende Worte gefunden. Also wir waren einfach sprachlos über diesen Zuspruch und diese Kraft und diesen Mut, den ihr uns damit gegeben habt. Das hat uns sehr, sehr viel gegeben und auch ganz, ganz tief berührt. Also dafür habt einfach vielen, 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 vielen Dank. Ja, einige von euch haben uns sogar unaufgefordert einfach auf PayPal Geld überwiesen und sogar in Facebook-Gruppen dazu aufgerufen, uns finanziell zu unterstützen. Das ist natürlich eine sehr, sehr liebevolle und wertschätzende Geste von euch. Das war aber uns im ersten Moment doch eigentlich sehr unangenehm, weil wir uns gedacht haben, naja, es gibt ja andere, die es viel, viel nötiger haben als wir. Und darum hatten wir eigentlich so nicht im Sinn, um Spenden zu beten. Aber ihr wart es letztendlich oder einige von euch haben uns einfach dazu motiviert oder aufgefordert, doch auch diese finanzielle Unterstützung einfach anzunehmen. Und unsere liebe Abonnentin Mika war es zum Beispiel, die das so formuliert hat, dass es ihr
eine Freude ist, uns einfach ihre Wertschätzung und Anerkennung zeigen zu dürfen und ihr einfach eine Herzensangelegenheit ist, uns gerade in so einer schwierigen Situation dann einfach finanziell zu unterstützen. Und als wir das so gelesen haben, also könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist, hat uns einfach so tief berührt in diesem Moment. Einfach, ja, das ist natürlich klar eine materielle Unterstützung, die uns weiterhilft, aber einfach diese Geste, dass da jemand ist, der uns gar nicht kennt persönlich, aber durch unsere Arbeit einfach so viel mitnimmt, dem es das wert ist, uns dann in der Not einfach zu helfen. Ja. Das hat uns so tief berührt und macht uns unsagbar glücklich und dankbar. Also, und viele andere von euch, wie Chris schon sagt, haben das auch gemacht. Und also Wahnsinn, Leute, das ist unglaublich. Ja, und das hat uns eigentlich auch dazu geführt, ja, dass wir das auch einfach annehmen können. Also das ist halt dieser Prozess, geben und nehmen. Und ja, das ist geben, das kommt irgendwann zu einem zurück. Und dann vielleicht gerade in so einer Situation, wo man nicht damit rechnet, wo einem vielleicht auch viel Schlimmes passiert ist, da kriegt man sowas einfach zurück. Und ja, das hat uns gezeigt einfach, dass es richtig ist und dass wir das eben auch annehmen können. Das soll jetzt aber nicht heißen, ich meine, ihr unterstützt uns auch natürlich so total, wenn ihr Videos schaut, wenn ihr uns Feedback gebt, immer so liebe Kommentare schreibt, einfach immer mit uns seid und mit uns teilt, was wir erleben und was ihr erlebt. Schon alleine das gibt uns einfach so, so viel und hilft uns. Aber ja, wir möchten euch trotzdem die Möglichkeit geben, also wer das irgendwie möchte, wir möchten überhaupt niemanden dazu auffordern oder zu bewegen, sowieso nicht, aber wenn jemand von euch uns auch finanziell unterstützen möchte und uns damit so eine Wertschätzung unserer Arbeit gegenüber bringen möchte, dann haben wir uns jetzt entschlossen, also jetzt das so zu machen, dass wir hier in der Infobox unsere PayPal-Adresse sozusagen hinterlegen und dann fühlt euch frei, sozusagen uns zu unterstützen, wenn ihr möchtet, aber seht das irgendwie überhaupt nicht als Zwang oder so natürlich. Keiner soll sich gezwungen fühlen, das zu machen. Jedenfalls wollten wir euch mitteilen, dass wir jeden Euro, den ihr uns zukommen lassen habt, gleich wieder reinvestieren in neue Ausrüstung und damit dann einfach die Videos wieder besser werden, damit ihr einfach wieder richtig tolle Impressionen aus der Welt von uns bekommt und dass wir vielleicht irgendwann auch mal davon leben können. Ja, und ihr habt sozusagen auch direkt gerade Nutzen davon, genau wie wir, weil wir haben tatsächlich gleich wieder reinvestiert. Und zwar in die wichtigsten Dinge, die wir wieder brauchen. Und das war ein Stativ, auf dem steht ihr nämlich jetzt gerade. Es waren Kameraakkus und neue Speicherkarten, weil wir hatten jeweils nur noch eins. Und das ist natürlich ganz, ganz schwer, mit einem Akku Videos aufzunehmen. Ist fast unmöglich. Wir mussten eben gerade auch schon wieder wechseln, das zweite Mal. Von daher, ihr macht es möglich, dass wir wieder vernünftig arbeiten können. Unsere Kamera stand nämlich die letzten Wochen immer sehr, sehr wackelig auf irgendeinem Stein oder so. Und damit diese Kamera nicht auch noch einen Abgang macht, war das Wichtigste für uns einfach ein Stativ und hab vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt, dass wir so nach und nach jetzt unsere Kameraausrüstung wieder ein bisschen aufbauen können. Und auch an unsere liebe Familie, tausend Dank, ihr habt uns Weihnachtsgeld auch geschickt und das haben wir auch direkt investiert in ein gebrauchtes Notebook, damit wir jetzt wieder beide parallel arbeiten können. Es war nämlich auch ganz, ganz schwer, die letzten Wochen auf einem Notebook zu arbeiten. Jeder von uns beiden hat seine Projekte. Wir wollen den Blog noch aufbauen, wir schneiden die Videos, wir müssen viel recherchieren. Und ja, sich dann um ein Notebook immer zu kloppen, das war echt scheiße. Und jetzt können wir wieder richtig in die Tasten kloppen. Und deswegen vielen, vielen, vielen Dank an euch alle. Und der letzte Punkt, wofür wir aktuell dankbar sind, das seid ihr. Das sind so tolle Menschen wie ihr. Ihr habt das alles ermöglicht, dass wir uns jetzt wieder so richtig gut fühlen und wohlfühlen. Und dafür sind wir einfach so dankbar und dafür machen wir das hier und dafür leben wir und dafür geben wir auch zurück. Und ja. Danke. Ja, überlegt doch auch mal, wofür ihr dankbar seid.
einfach generell im ganzen Leben oder für das Jahr 2015, welche Momente euch da dankbar machen oder ganz konkret zum Beispiel heute, für was seid ihr heute hier und jetzt dankbar? Wir sind uns sicher, euch fällt da eine Menge zu ein und wenn ihr mögt, dann könnt ihr das ja gerne mit uns teilen. Schreibt es doch einfach hier unten in die Kommentare. Wir sind gespannt. Ja, und eine sehr, sehr simple, aber auch kraftvolle Dankbarkeitsübung, wer sie noch nicht kennt, ist folgende. Nehmt euch vorm Schlafengehen ein paar Minütchen Zeit, setzt euch in eine ruhige Ecke oder auch aufs Bett und schließt die Augen und lasst den Tag Revue passieren. Und könnt das dann in Gedanken oder auch laut machen, formuliert ihr drei Sachen, für die ihr an diesem Tag dankbar seid. Bin mir sicher, das ist eine sehr, sehr schöne Übung für euch, wenn ihr das noch nicht kennt. Probiert das gerne mal aus vorm Schlafengehen. Man kann nichts Besseres machen, man kann nicht besser einschlafen. Wir wünschen euch und euren Lieben jetzt ein besinnliches und dankbares und hoffentlich auch tierleidfreies Weihnachtsfest und hoffentlich auch ein paar schöne freie Tage. Ja, wir werden es uns heute Abend natürlich auch hier sehr gemütlich machen und am zweiten Feiertag haben wir auch noch einen ganz besonderen Ausflug vor. Was wir heute Abend genau machen und wo es dann hingeht übermorgen, das werden wir euch dann natürlich im nächsten Video auch zeigen. Das werdet ihr aber erst nach den Feiertagen sehen, weil wir uns jetzt auch ein paar Tage off machen sozusagen. Ja, bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn ihr schöne Weihnachten verbringt. Also, wir sind weg! Merci. Efaristo. Shukran. Thank you. Gracias. Mahalo. Terima kasih. Danke. Spasiba. Thank you well. Chukuye. Xixi. Danki. Grazie. Dankon. Toda.